Ich befinde mich heute am Set von Notruf Hafenkante. Neben mir steht einer der Hauptdarsteller, Uwe Fellensiek. Und Janine sitzt neben mir, meine reizende Kollegin. Aber Janine, warum bist du heute im Outfit einer Krankenschwester gekleidet? Ja, also ich habe ein kleines Geheimnis. Wir moderieren nicht nur hinter den Kulissen, sondern ich habe eine kleine Nebenrolle als Komparsin bei Hinter den Kulissen und bin dort die Schwester Claudia. Schaut einfach, was es alles zu entdecken gibt. Ich kann dir wirklich nicht sagen, wie es hier nicht. Euer Ton war aber auch schon mal herzlicher. Danke. So, dort ist der Lampe noch. Herr Fellensiek, Sie sind der Neue bei Notruf Hafenkante. Wen spielen Sie? Also mein Rollenname ist Henning Storm. Wie muss man sich Ihre Rolle vorstellen? Früher war ich eben halt immer der schmierige Verbrecher und heute bin ich halt der Bulle. Und damit habe ich mich abgefunden. Aber wie gesagt, man versucht verschiedene Sachen in so eine Rolle reinzuleben und das ist für mich okay. Welche Rolle würden Sie als Schauspieler gerne einmal spielen? Gibt es da eine Traumrolle? Würde ich grundsätzlich nicht sagen, dass es eine Traumrolle gibt. Ich komme auch nicht vom Theater, also ich muss nicht den Hamlet geben oder so. Es gibt sicherlich Rollen, die ein bisschen vielschichtiger sind, als den Mann, der das Gesetz hütet, zu geben oder so. Bei SK Kölsch war ich halt noch ein bisschen Familienvater und Sohn einer Mutter, die ziemlich streng mit mir umgegangen ist. Da konnte man diese Facetten noch ein bisschen erarbeiten. Aber ist klar, ist alles, wo man seine Erfahrung einbringen kann. Alle Rollen, wo man mal ein anderes Kostüm anhaben kann, wo man mal jemand anders sein kann, ist natürlich immer wieder schön. Ist natürlich klar, ist immer eine Herausforderung. Wird mir natürlich viel Spaß machen. Aber ich will mir jetzt auch nicht einreden, dass ich das haben muss. Sonst würde ich ja unzufrieden sein hier. Sie sind ja nun auch nicht nur ein leidenschaftlicher Schauspieler, sondern auch Musiker. Ist auf dieser Ebene, gibt es dort derzeit etwas Aktuelles, was Sie machen? Ja, also tatsächlich, als ich die Anfrage bekam, hier für Notruf Hafenkante zu spielen, war ich gerade im Begriff, Seemannslieder aufzunehmen, die ja auch mit Hamburg und mit der Vorderkant und so zu tun haben. Steckt in Ihnen ein Hamburger? Fühlen Sie sich in Hamburg wohl, wo Sie jetzt in Winterhude während der Dreharbeiten wohnen? Ja, also man versucht sich natürlich überall ein bisschen anzupassen. Als ich in München gedreht habe, habe ich mir eine Bayernhose gekauft und eine Seppelmütze aufgesetzt und bin in die Biergärten gezogen und habe literweise Bier getrunken. Als ich in Köln war, bin ich in die Kölschkneipe gegangen und habe mit den Jungs und Mädels Karneval gefeiert und habe mich darauf eingelassen. Jetzt gehe ich ins Fischrestaurant und laufe am Hafen rum. Ich bin als Jugendlicher hier gewesen und wollte zur See fahren, hat man mich nicht genommen. Das war das erste Mal, als ich von zu Hause abgehauen bin, da war ich glaube ich 15. Und ich bin seither immer wieder gerne zum Hafen gefahren. Der Hafen ist für mich Sinnbild für Hamburg, deswegen war ich auch ein bisschen enttäuscht, dass Hamburg Hafenkante nicht nur am Hafen spielt, wie so eine Wasserschutzpolizei oder Hafenpolizei, sondern ganz Hamburg beackert. Dennoch liebe ich Hamburg, ich finde Hamburg ist sicherlich mit die schönste Stadt in Deutschland, wenn nicht gerade in Europa. Und leider bin ich eben noch nicht so viel dazu gekommen, mir diese Stadt wirklich näher anzusehen. Dann bedanke ich mich, Herr Fellensiek, für das nette Gespräch und wünsche Ihnen noch viel Spaß beim Drehen. Ich bedanke mich. Tschüss.